Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu unserem Wattebällchen Frauenpower-Tag. Ich bin Janita, ich bin Hundetrainerin, Verhaltensberaterin und Fitnesstrainerin. Und wir reden heute über Sei dein eigener bester Freund. Viel Spaß! Okay. Was meine ich damit? Wir haben doch ganz viele andere Freunde und natürlich haben wir auch meistens eine beste Freundin oder einen besten Freund. Aber was ich total wichtig finde, ist, wir sollten auch unser eigener bester Freund sein. Warum? Weil, wenn ich mich selber nicht mag, dann projiziere ich das auch nach außen. Ich spreche aus Erfahrung. Und natürlich muss ich mit mir selber klarkommen, um auch mit anderen klarkommen zu können. Weil wenn ich selber mit mir dauernd in Konflikt bin und dauernd quasi mit mir selber im Kopf streite, dann nimmt mir das total viel Energie weg und mir nimmt das total viel Positives weg. Ne? Weil wenn man ständig streitet, dann fühlt sich das nicht gut an. Egal, ob das mit jemand anderem ist oder mit einem selbst. Genauso wie wenn wir einfach viel zu selbstkritisch sind. Dann nimmt uns das total viel Energie weg. Und deswegen ist es wichtig, mit sich selbst umzugehen, wie mit einem guten Freund oder mit der besten Freundin. Das heißt, wir wollen uns nichts tun, was uns selbst schadet. Das ist ganz wichtig. Da gehört auch Nein sagen dazu, da gehört auch einfach dazu, dass man sich nicht dauernd alles gefallen lässt und lauter solche Sachen. Aber es gehört eben auch dazu, dass man sich selber ein bisschen Zeit für sich nimmt und ab und zu mal alles andere ausschaltet, alles andere weg und einfach mal nur um dich selbst kümmern. Das klingt jetzt wieder total selbstsüchtig, aber das ist mega wichtig, weil nur wenn wir selber mit uns gut zurechtkommen, nur wenn wir selber einfach ein bisschen auf uns aufpassen und all diese Sachen, können wir uns auch perfekt um unseren Hund kümmern. Und natürlich, wenn wir dann von uns selbst genervt sind, dann braucht es nicht mehr viel, dass der Hund dann auch mal angemotzt wird oder dass uns der Hund dann einfach auch auf die Nerven geht. Das heißt, wenn du nicht sicher bist, ob das so ist bei dir, dann überleg dir einfach mal, wenn du gerade nicht so viel zu tun hast oder sonst irgendwas, was könnte ich machen, was mir selbst gute Laune macht, was einfach sich gut anfühlt und bei jeder Entscheidung oder bei jedem Mal, wo jemand einfach kommt und sagt, du machst das jetzt und du denkst dir, okay, eigentlich hätte ich gar keine Zeit, aber ich sag halt mal ja. Überleg dir, was würdest du deiner besten Freundin raten? Und das machst du dann. Ja, mir ist schon klar, man kann im Job nicht immer so, wie man gerne würde und so, aber man darf sich auch nicht komplett überfahren lassen. Und schau dir mal an, wenn du mit dir selber so umgehst wie mit deiner besten Freundin, was das mit der Beziehung zu deinem Hund macht. Vielleicht bist du ein bisschen überrascht, vielleicht magst du mir das in die Kommentare schreiben, vielleicht machst du das schon und es war eine total schöne Änderung für dich, vielleicht war es bei dir immer schon so. Schreib mir das einfach mal in die Kommentare, ich würde mich drüber freuen. Wenn dir das Video gefallen hat, vergiss nicht den Daumen nach oben. Und einmal abonnieren drücken. Am Donnerstag gibt es auch immer ganz viele Hunde-Infos und Trainingstipps und Videos und lauter so Sachen. Und wenn du da Hilfe haben magst mit deinem Hund, dann melde dich bei mir. Wir machen uns ein kostenfreies Vorgespräch aus. Kannst dazu auch den Link in den Kommentaren oder in der Beschreibung benutzen. Und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Bis dahin. Bye.